Hi Leute, wir sind wieder beim Jörg in Sprockhövel. Ungefähr 10 Tage her, dass wir das letzte Mal hier waren und es hat sich schon wieder einiges getan. Also wirklich einiges. Die Pflanzen sind sehr, sehr gut gewachsen, ist sehr buschig und dicht geworden. Eigentlich das, was ich auch mit dem Schnitt erreichen wollte. Aber wir müssen auf jeden Fall jetzt schon wieder schneiden, weil der nächste Termin wird auch wieder so in 14 Tagen vielleicht sein und dann wäre schon wieder alles zu. Was sich noch getan hat, Cyanobakterien. Wir haben noch einen ganz, ganz leichten Film hier unten auf dem Boden. Man sieht das auch an den Bläschen zwischen dem Bodendecker hier. Auch die grüne Rotala hat sich hier richtig über den Boden breit gemacht. Sieht eigentlich ziemlich cool aus, finde ich. Wenn das noch ein bisschen dichter wird, wäre perfekt. Was wir auch noch haben, sind ein paar Fadenalgen. Ich habe gerade die Nährstoffe gemessen. Phosphat ist 0, also wirklich gar nichts. Und Nitrat ist so 5 bis 10 ungefähr. Das ist etwas schwierig zu erkennen. Von daher werden wir auch gleich nochmal Nährstoffe düngen, neben Eisen und Kalium. Was sehr, sehr cool ist, dieses Skalarpärchen hier hat abgeleicht. Wir haben hier auf den Blättern überall kleine Skalare, die noch nicht richtig schwimmfähig sind, liegen. Die zappeln aber schon ganz gut rum, sind schon geschlüpft und die sind auch relativ aggressiv jetzt. Hier unten geht's noch, da dürfen ein paar Fische hin, aber hier der obere Bereich und das ganze halbe Becken eigentlich ist tabu für alle anderen Fische. Das war heute ein bisschen vorsichtig schneiden. Hast du Angst, gebissen zu werden, oder? Nee, das nicht unbedingt, aber ich möchte jetzt nicht, dass die ganzen Pflanzen darüber schwimmen und ich da hinterher irgendwas durcheinander bringe. Echt spannend eigentlich, dass da Cyanos in denen drin sind. Meinst du das auch wegen dem Nährstoffmangel? Das habe ich bei der hier total oft. Das ganze Becken ist cyanofrei, nur in der Pflanze drin, wenn ich schneide, ist alles voller Cyanos. Du schneidest die jetzt alles so ein bisschen rund? Ja, Formschnitt, wie im Garten. Ja, diese verschiedenen Rottöne von dem Kirschblatt, ist echt... Ja, wobei das eigentlich auch so einen Orangeton hat, meistens. Das ist aber hier überhaupt nicht der Fall. Warum auch immer. Ich glaube aber, dass das auch so eine Lichtsache ist. Dass es bei jedem Licht so ein bisschen unterschiedlich ausgeprägt ist. Ja. Was ist denn hier eigentlich drin jetzt an Fischen? Wir haben rote Neon drin. Wir haben Zitronensalmler. Ein paar Rotkopfsalmler haben wir auch drin. Und Skalare. Was war noch? Ottos haben wir. Und diese Nadelwälse. Sehr schön. Die sind auch irgendwie immer an der Scheibe vorne, ne? Die legen wir jetzt hier mal frei. Ja, die sind ja echt krass abgestorben da in der Mitte, ne? Erst nochmal. Dann schneidest du die wirklich ganz ab? Ja, schon. Hat keinen Sinn mehr. Musst du die jetzt nachpflanzen oder würden die jetzt auch von alleine neu kommen? Die würden auch von alleine neu kommen, aber sieht ja nicht schön aus, ne? Deswegen pflanze ich die jetzt nach. Das schneiden wir unten die Wurzeln weg. Pflanzen wieder nach. Sonst ist da irgendwann nur noch Schrott. Schere im Becken. Die wuchert auch richtig schön über den Boden, ne? Was ist das? Das ist ein Himianthum. Hey, die grüne Rotala auch schon hier, ne? Siehst ja, du das? Ja, schön. Die gehen dann alle über den Boden. Also man könnte jetzt auch einfach nur warten, dass die neu wachsen. Das dauert dann so ja, eine Woche, anderthalb ungefähr, ne? Ganz oft ist das auch so, dass die an den Stellen, wo man sie geschnitten hat, sich teilen wieder. Das heißt also dann als zwei Stängel weiter wachsen. Aber hier sind auf jeden Fall noch Lücken drin, die man gut mit den Resten füllen kann, dass das noch viel dichter wird. Das ist auch Rotala, ne? Ja, genau. Du machst es dann wirklich immer so, dass du die fast ganz runterschneidest oder machst du bei manchen auch dann irgendwie auf die Hälfte oder so? Wenn der noch innen drin schön ist, der Busch, dann schneide ich das nicht. Dann schneide ich auch nur mal die Spitzen. Wichtig ist dann, dass man alle Spitzen schneidet, nicht, dass manche weiter wachsen und andere nicht. Das sieht dann auch wieder blöd aus. Also da würde ich wirklich immer jede Spitze probieren zu treffen. Sonst hast du so einzelne Halme, die dann da lang rausgucken. Ne? Höchste Vorsicht. Ja, hier haben wir aber bis jetzt noch Respekt auch, ne? Noch. Oh. Ja. Da waren jetzt auch ein bisschen Fadenalgen, ne? Wie würdest du jetzt dagegen noch vorgehen? Habe ich gerade schon mit dem Jörg drüber gesprochen. Wir werden hier noch wahrscheinlich so 5 siamesische Rüsselbarben oder irgendwas in der Richtung einsetzen. Die Ottos, die gehen ja an diese langen Fadenalgen eigentlich gar nicht dran. Ne? Da brauchst schon irgendwas anderes für. Also neue Fische, die erstmal die Nährstoffe wieder ein bisschen höher treiben und auch gleichzeitig auch noch Algen fressen. Genau. Das ist so eine schöne Pflanze. Der Lotus? Nee. Auch. Was denn? Hier die Hygrophila, die Form ist. Also wenn die so wächst, und hier wächst sie echt perfekt gerade, dann macht die einfach so einen schönen Farbton und so schön dicht auch. Ich meine, das mache jetzt gerade alles dahin, dass das so schön dicht ist, aber ich
Augustin-Manistellatus. Ich weiß das eigentlich ja alles. Ich tue dann immer nur so. Ich habe mir irgendeine Rechnung über 60... Au! Jetzt hat er den Respekt verloren, Janis. Bisschen Action hier ins Video. Ich kann's ja, ich gehe ja schon. Kannst ja verstehen. Die Skalarplantage links, ne? Ja, gut. Der hat mich ja gebissen, der wollte nicht. Ja, wenn jetzt noch die Cyanobakterien dann ganz weg wären, ne? Dann wäre es wirklich. Ja, irgendwann wird das weg sein. Ja? Ja, auf jeden Fall muss. Kann ja nicht sein. So, Pflanzen sind geschnitten. Ich habe jetzt beim Schneiden darauf geachtet, zum einen, dass wir die Skalare nicht stören. Also der wollte mich eigentlich beißen und dann habe ich auch gesagt, gut, lass mal die in Ruhe. Die haben ja sonst einfach nur Stress. Also die Ecke haben wir jetzt nicht so viel gemacht. Beim sonstigen Schnitt habe ich einfach darauf geachtet, dass die Pflanzen, wenn sie wachsen, ungefähr dann wieder auf ein Level kommen. Also ich habe so ein bisschen auf die Wuchsgeschwindigkeit geachtet. Das Kirschblatt hier, das schiebt jetzt nicht so stark wie Rotala, ne, oder Limnophila. Heißt die Limnophila? Hast du gesagt, ne? Limnophila. Alternative Mini wächst nicht so stark jetzt, dass ich nur, also da habe ich jetzt nur die Spitzen geschnitten. Sind wahrscheinlich nochmal in 2, 2,5 Wochen hier und werden dann ein paar Fische mitbringen. Wenn wir dann gucken, einfach was da ist, dann schließe ich mich mit dem Jörg kurz. Wahrscheinlich ein Algenfresser. Könnte gut sein, dass wir siamesische Rüsselbarben nehmen, vielleicht 5 Stück einfach. Weil diese Fadenalgen, wenn sie denn bleiben, die müssen dann weg. Aber das haben die innerhalb von 5 Minuten wahrscheinlich erledigt hier. Dann sind wir fertig und sind raus. Ciao. Ciao.